Zombie Apocalypse. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyblock Ultimate. Wie ihr seht, hat Emily sich einen neuen Skin gemacht. Mit Mütze. Mit Mützchen. Und mal gucken, was wir heute noch machen müssen. Wir haben jetzt eine ganze Weile nicht gespielt. Ja, weil wir keine Zeit hatten. Wo waren andere? Wir müssen noch Schweine und Hühnchen verpaaren. Damit wir das nächste Level kriegen. Unser Bienchen, genau. Wir haben unser Bienchen das letzte Mal gemacht gehabt. Genau, hier unseren komischen Block haben wir eingekästelt, dass die Viecher hier nicht immer durch die Gegend laufen können. Ich brauche Chicken. Ja. Hier haben wir ja angefangen, eine Mauer zu... böser Wolf hier. Ein Wolf. Nein, das ist ein böser Wolf. Tschüss. Genau, hatten wir gemacht. Wollen wir mal gucken. Wir wollten uns, glaube ich, zur Dschungelinsel rüberbauen. Hier haben wir zugemacht oder angefangen zu machen. Ja, beim letzten Mal wollten wir uns zur Dschungelinsel. Weil hier die netten Nachbarn. Genau. Wir kamen nicht weiter, weil wir erst die Schweinchen fertig machen mussten. Hier die netten Nachbarn sind ja nicht so gar so freundlich. Die schießen ja mal auf einen. Oh, ein Hühnchen. So. Wir brauchen. Was haben wir denn hier überall? Oh, das ist schon so lang her. Pilzinsel? Auf der Pilzinsel ist ein Magier. Auf der Pilzinsel? Auf welcher Pilzinsel? Pilzinsel, hier, bei mir. Ach, da drüben. Da ja. Ist ein Magier. Da müssten wir eigentlich auch mal gucken, dass wir uns mal weiterbauen. Wie weit wir darüber können. Müssen wir mal vom Gemüsefeld weiterbauen. Da war noch nichts drin. Da waren Steine drin, genau. Da war das drin, da war das drin. Da ist Holz, 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 Holz. So, da war das Essenszeug, da war das Dings. Wir brauchen Karotten und Weizenkörnchen für die Hühnchen. Mama, ich habe übrigens herausgefunden, an einem Kürbis. Hast du das? Ein Gesicht gibt. Da ist doch eine Katze irgendwo. Miau! Ja, die ist, Mama, die sind auf der Dschungelinsel. Warum? Hey, sie ist hier! So, jetzt brauchen wir noch ein Chicky. Yay, wir haben es geschafft. Ja. Ich auch. So, die stelle ich aber oben auf, damit das gleich... Mama, ich habe unser Ernt gefeldet, genau. Ich habe unser Feld geerntet. Feld geerntet. So, die Sachen räumen wir hier gleich auf. Ich brauche die kurz mal ein bisschen... von den Sachen kaputt gegangen sind. Ja. So, das räumen wir gleich wieder auf. Das lasse ich mal da. Hopp. Hopp. Also unter die Knochen, ja. Knochenmehl. Mama? Ja. Übrigens, Melonen sind das schlechteste Essen. Ja, die bringen halt am wenigsten. Wo kann ich das Beet und die Samen hin tun? Die müssten hier hinten, da, hier in die Kiste. Haben wir noch nicht. Übrigens, nicht wundern, wenn ihr ein Stackern hört. Ich hab eine Maus bekommen vom Weihnachtsmann. Ja, bauen wir doch mal. Weg weiter. Okay. Ich hab einen Lava-Eimer. Ah, cool. Dann können wir einen Cobblestone-Generator machen. Theoretisch ja. Wasser haben.
Soll ich? Nö, brauchen wir nicht, Mausi. Wir kriegen so viel. Wall, wall. Was sollen wir da? So, wir müssen Kohle und Stein abbauen. Also müssen wir doch, Cobblestone-Generator machen. Ja. Tatsächlich weiß ich, wie das geht. So halb. Dann müssen wir gucken, müssen wir einmal eine Umrandung machen. Dann sollten wir hier hinten hinter dem Schweinchen-Dings der Bumster anbauen. Wassereimer und Lavaeimer. Und Mama, ich würde da ein bisschen. Zeigst du mir mal einen Platz, wo ich die Insel kurz ein bisschen kaputt machen kann? Nein, hier? Hier? Ich baue hier einen Platz und da kannst du dann. Müssen wir dann außenrum noch was bauen und dann kannst du auf der einen Seite einen Lava-Eimer hin und auf der anderen Seite. Also ich glaube, ich kann das. Auf jeden Fall habe ich schon mal geguckt, wie man das machen kann. Also ich versuch's. Ja, müssen wir dann noch ein bisschen. Steine sind hier drüben. Da, hier. Kann ich mir die Steine, der gebraten ist? Nee, warte, ich mach. Einmal damit. Pferdchen, du bist im Weg. So. Hier mal. Zack. Mama, das sind Silberfischblöcke, oder? Nö, das sind normale Blöcke. Oh, nee, wir müssen. Ich weiß nicht, wie das geht, Mama. Doch, ich weiß so grob, wie das geht. Mama, ich hab die Insel. Von unserem netten Nachbarn. Hast du gemacht? So, und du musst links und rechts müssen wir gleichzeitig jeder einen Eimer reintun und in der Mitte entsteht dann ein Cobblestone. Ja, müsste es eigentlich so sein. Du platzierst den Wassereimer, ich platziere den Lavaeimer, ja? Können wir gleich machen, ja. Hier, das Wasser. Du weißt doch, dass es hier immer nicht geht. Ja. Ich hol oben Wassereimer. So, einmal hier? Nee, hier war sie. Hast du? Ja. Ich bin hier in die Kiste da vorne, die Doppelkiste hier. Warte. Da durch den da. Wassereimer, ich platziere die Lavaeimer, weil ich mit Lava um. Und du bist eher für Wasser. Mhm. Hier. Ich mach hier Lava. Ja, eins, zwei, drei. Ah! Du warst zu langsam. Diamantspitzhacke. Na, wir haben keine Diamantspitzhacke. Eine andere geht nicht. Och. Nein, dann geht er halt kaputt. Ja, dann geht er kaputt. Mama. Hm? Wollen wir schlafen? Ja. Ich habe auf beiden Betten jetzt einen Spawnpoint gesetzt. Ich hab mir eine Eisen. Andere, die voll ist, die lasse ich mal lieber leben. Warum habe ich einen Pfeil im Arm? Das weiß ich nicht. Nein! Runtergefallen? Nein, der bescheuerte Magier wieder. Oh. Ich mach gleich ein bisschen mit dem Block, aber erstmal versuche ich den Cobblestone-Generator. Nee, Mama, du hast es falsch gemacht. Warum? Wir hätten in der Mitte, wie du gerade gemacht hast, den Block platzieren müssen. Ja, das ist mir im Nachhinein jetzt gekommen. So, ich gehe mal kurz eine Runde sterben. Ja, kannst machen, aber alle Sachen aus dem Inventar abgeben. Jetzt ein Lava-Eimer. Mach den Cobblestone.
Doch, der hat so viele Pixie-Dinge. Da gemacht. Das sind seine Dinger. Jetzt muss ich aber einmal noch einmal holen. Einer Bon. Jetzt haben wir einen Kobelstrom-Generator, wenn du die Erde. Wenn du Glück hast. Nee. Ja, wir haben schon wieder nette Nachbarn. Mach die Wand weiter. Ja. Beim letzten Mal gemacht haben. Wollte ich die Wand weitermachen. Oh, diese bescheuerten Dinge. Ja. Ich hasse diese kleinen Viecher. Die Wand zu bauen. Sorry, Mama, aber danke. Ich muss die Wand hier zubauen. Ja, ja, bau die Wand zu, ist wichtiger. Die netten Nachbarn sind nicht gar so freundlich. So, ich könnte aber höchstens mal gucken, ob wir uns hier weiter bauen könnten. Theoretisch ja. Na, tolle Wurst. Was hast du gemacht, Nudel? Ich wollte gucken. Weiter was ist denn jetzt schon wieder? Hä? Pass auf, da sind diese Fliegedinger. Ich hab nichts im Inventar. Wenn du nichts im Inventar hast, dann klauen die auch die Sachen nicht. Nee, es geht nicht ums Klauen. Es geht darum, dass sie dich angreifen. Trotzdem. Ja, Mama. Brauchst du keine Sorgen machen. Die Dinger verbrennen. Nee, die fackeln dich an. Nein, die verbrennen. Okay. Im Schatten sind verbrennen. Hey Mama, ich mach. Mama, ich mach schon, okay? Ich will auch mal ein bisschen machen. Warte, ich mach das mit dem Schwert, okay? Eine Eisen. Weil Äxte sind stärker. Genau, Mama Schinken. Ich sammle kurz die Sachen auf. Willst du nicht mehr? Meine Spitzhacke ist kaputt gegangen. Wir haben ja genug Eisen, oder? Weiß ich nicht. Hat mich hier die geklaut. Redstone-Lampe. Oh. Ich mache mich im Holz um die Tiere. Tschüss. Mal kurz rein. Oh, ein Fuchsi. Mich um Tiere und so. Ja, noch ein Bienchen. Wir haben aber jetzt ein Bienchen. Schön. Sehr aggressiv. Wo ist denn eigentlich unsere Biene, die hier drin war, an den Honig, denkst du? Nee, die hat den Honig fertig produziert. Eventuell könnten wir ja noch einen zweiten Bienenstock dahin tun und sie würde da auch reingehen. Ja, würde sie, glaube ich, auch. Aber wo ist das Bienchen hin? Das Bienchen ist in ihr Nest gegangen. Ah, nee, da unten fliegt sie. Hier.
Nee, nee, das ist die vom Nest. Ich habe ihr war gerade noch eine, weil da ein zweites Nest gespawnt ist. Oh. Ah! Jetzt sind die Schlangen fliegen leer. Ich weiß nicht, was los ist. Lauter Fliegedinger hier. Oh. Ja. Komm, Mule, geh raus. Bin ich schlau? Fang raus damit. Wo ist er? Ah, da. Oh, nicht blau! Ja. Ja. Wieso sind jetzt zwei Bienen böse? Ja, da hinten ist die andere Biene, die wird dann gleich ins Nest gehen. Wir müssen nur lange. Nein, bleib weg, bleib weg. Die wird gleich wieder normal. So hochgehen. Nur kurz hochgehen und mich ausladen. Ja, mach ich auch mal. Das ist unsere Ausladungskiste. Ja, ja, legen wir da einmal alles rein. Ich muss dann später alles aufräumen. Ja. Der Eisenkugel ist zu unserer Cobblestone-Generator-Fabrik gelaufen. Wir haben ja eine Schere, ne? Hm, ich glaub schon. Ich benutze kurz mal die Schere, ja? Ja. So. Ja. Na, Diggerchen, komm, genau, einmal da runter. Ich glaube, ich häng den Eisengolem mal an die Leine. Eine Hexe! Der Eisengolem hilft uns. Prima. Bisschen Mob. Ein Bienchen, wenn wir Glück haben, geht es in unser Nest. Mama, ich habe den Eisengolem hier eingeladen. Mhm. Falls irgendwas passiert, dass er da ist. Hm? Ja. Hm.
Haben wir das geändert? Thanks, wenn euch das Video immer gefällt. Lasst gerne ein Like da, abonniert es, kommentiert. Was denn? Wir waren großer Wächter. Wie großer Wächter? Fischi. Ja, der große Wächter Fischi. Hm, den okay. Hat er platt gemacht. Ja, alles drauf. Hast du gut gemacht, mein Diggerchen. So, ist das Bienchen da an ihr Nest? Das ist geflogen. Das ist in unser Nest. Nee, die ist wieder hier in ihr Nest geflogen. Ja, jetzt ist sie friedlich. Die Nico? Ja, wir müssen nur Beine. Haben wir schaffen? Ja, die Folge ist gleich um. Ja, ja. Können wir dann noch eine aufnehmen? Ja? Wir haben noch rote Pilzkuh. Ja? Wann das? Die haben wir doch das letzte Mal gekriegt gehabt. So ihr Lieben, aber das war's dann mal für die Folge. Und... die netten Nachbarn schießen schon wieder. Nicht sehr begeistert. Tierchen. Wo ist denn die Hexe? Irgendwo ist hier eine Hexe. Aber wo? Oben. Nee, das... Ich wollte nur die Sachen ausladen. Die ist unsichtbar. Das ist unsichtbar. Also gut, tu doch mal. Hä, wieso geht die nicht weg? Die müsste doch schon lange tot sein, wie viel wir da jetzt schon drauf gedroschen haben. Oh nee! Was denn? Ja, scheiße. Oh. Ja. Ah, sie ist weg. Nee, sie ist nicht weg, die Hexe. Naja. Also ihr Lieben, das war's für die Folge. Ihr seht, wir müssen hier jetzt nochmal ein bisschen klöbby klöbby und bis zum nächsten Mal. Ciao!